Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle, im vorletzten dieser Woche. Und wir treten an zu Hause gegen die San Francisco 49ers, also die große Rivalität aus den 90er Jahren. Danach ist ja bei beiden Teams nicht mehr allzu viel los gewesen, muss man ja leider sagen. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Die Niners haben es mit Colin Kaepernick immerhin noch einmal in den Super Bowl geschafft. Bei den Cowboys freue ich mich mittlerweile über jeden Playoff-Sieg. So, aber beide Teams sind ja stark auf dem Weg der Besserung. Erster und 10 jetzt für die 49ers an der eigenen 25 Yard. Jetzt habe ich Trottel schon wieder gar nicht geschaut, wie er den Quarterback spielt. Und mal schauen. Nick Mullens müsste das sein. Der ja als Backup von Garoppolo für Aufsehen gesorgt hat. Laufspiel durch die Mitte von San Francisco. McKinnon 3 Yards nach vorne. Das ist ein 2. und 7. Wir blitzen mit den Safeties. Laufspielversuch durch die Mitte, aber rigoros gestoppt. Das sieht gut aus in der Defense. Es ist ein 3. und 8 an der 27-Yard-Linie. So, wir blitzen durch die Mitte mit Blitz. 3. und 8 an der 27. Und das ist ein Sack, da geht Mullens zu Boden. Die Marcus Lawrence mit dem Sack. 4. und 17, die 49ers, ein 3-and-out. Gehen also direkt wieder mit ihrer Offense vom Feld. Der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 25-Yard-Linie. Sanders nimmt ihn auf, retourniert jetzt über die linke Seite. Und kommt immerhin bis an die 45-Yard-Linie. 5 Yards von der Mittellinie sind wir entfernt. Erster Versuch und 10 an der 45. So, wie immer beim Solo-Battle, erst einmal laufen wir. Also Laufspiel etablieren über Zeke Elliott. Es geht durch die Mitte. Zumindest in der Theorie. 3 Yards Raumgewinn heißt 2. und 7. So, Inside Zone. Wir laufen durch die Mitte über Zeke Elliott. First Down, Ball an der 43-Yard-Linie. Da war eine schöne Lücke. Also sieht so aus, ob wir die 49ers an der Line of Scrimmage schlagen können. Das ist natürlich gerade für mein Laufspiel immens wichtig. So, Lauf über Elliott, über die linke Seite geht es diesmal. Erster und 10. Ah, das war schon mal nichts. Also über die Außen haben wir da Probleme gehabt. 2. und 9. Ball an der 42-Yard-Linie. Wir laufen mit dem Inside Zone bei dem nächsten Versuch. Es geht über Zeke Elliott. So, Elliott. Boah, da war die Mitte zu. Ich wollte ganz über die Außen gehen. Ich hätte es, glaube ich, nicht machen sollen. Und jetzt haben uns die Niners ziemlich gut gestoppt. 3. und 9 von der 42-Yard-Linie. Wir sind also quasi im Niemandsland. Wir attackieren die Mitte mit Jarvin und Johnson, weil die beiden äußeren Wideouts von den Cornerbacks weit zurückgedeckt werden. Wir gehen auf unseren Tight End, auf Jarvin und Incomplete Pass. Stark verteidigt. 4. Versuch und 9 an der 42-Yard-Linie. Da will ich jetzt nicht punten, Freunde. Wir nehmen die Wurz J-Shake. Schicken alle Receiver Richtung Endzone. Wir achten aber auf Jarvin, auf unserem Tight End. Und der ist Mutterseen alleine. Kann er den Ball festhalten? Jawohl, First Down Cowboys an der 31-Yard-Linie. Das war ganz, ganz wichtig. Neuer 1. und 10 für Dallas. Jetzt tickern hier schon die Sekunden runter im ersten Quarter. Werden wir noch einen Play sehen? Nein. Die Uhr läuft runter. Das erste Quarter ist vorbei. Noch keine Punkte, aber die Cowboys sind an der 31-Yard-Linie der 49ers. Kyle Shanahan motiviert seine Leute noch einmal. So, Field Goal Range haben wir. Oh, Elliott kommt jetzt nicht mehr durch. Das lief am Anfang so gut gegen die Defense der Niners. Wir versuchen jetzt mal schon beim zweiten Versuch zu
passen. 2013, Owens geht jetzt von der rechten Seite kommend in Motion. Der ist meine Hauptanspielstation. Und los geht's. Der ist gut gedeckt. Hier auf meine sichere Variante auf Elliott. Der kommt nicht nach vorne. Wir kommen nicht in einen Spin-Move hinein. Dritter und 16 von der 37-Yard-Linie. Also, mein Gott, in der Offense geht momentan nichts. Four Verticals, wir attackieren wieder die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Das ist ein Sack, keine Chance. Keine Chance für Prescott hier irgendwas zu werfen. Vierter und 26 von der 48, wir sind beim Two-Minute-Warning. So, hier laufen jetzt die letzten zwei Minuten im Spiel. So, das ist an der 26. Da kann ich jetzt so den Klassiker, die Four Verticals, spielen. Wir müssen lang gehen. Also entweder auf Owens oder auf Amari Cooper. Schau mal, wie sich die Safeties verhalten. Wir gehen den langen Weg. Der Ball ist in der Luft und der ist gefangen. Und das ist ein Touchdown. Terrell Owens gegen das Team, was ihn ursprünglich auch einmal gedraftet hat. Dort hatte er auch mit die größten Erfolge. So, der PET sieht gut aus und dank dieses Hail Mary Verzweiflungspasses kommen wir aufs Scoreboard. 7:0 die Führung für die Cowboys. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis in die Endzone. Der Cowboys, kneel down. Erster Versuch und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen mit den Safeties. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Oh, ein Riesenpass von Mullins. Der bringt die 49ers an die 43-Yard-Linie. Wir blitzen mit den beiden Safeties. Erster und 10. San Francisco geht jetzt natürlich in den No-Huddle-Modus über. Sie wollen noch punkten in der ersten Halbzeit. Mullins findet wieder einen Receiver. Jalen Smith gerade noch mit dem Tackle. Noch kein neuer First Down. Second and Inches. Der Ball ist in Field Goal Range. An der 33-Yard-Linie. Mit zwei Pässen stürmen die Niners hier übers Feld. Das ist eine Flagge gegen San Francisco. Dürfte ein False Start sein. Und jetzt wird aus dem zweiten und Zentimeter ein zweiter und 5. Von der 38-Yard-Linie. Jetzt haben sie sich aus der Field Goal Range damit wieder ein bisschen rausgeballert. So, wir blitzen mit dem Gap Press. 1:20 sind noch zu spielen. Lauf durch die Mitte. Schöner harter Hit von Jalen Smith. Da hat es ordentlich gerappelt. Dritter und 5 damit. Wieder nehmen wir den Gap Press. Beide Teams haben noch drei Auszeiten. Also in Zeitproblemen wird hier keines der beiden Teams kommen. Mullins wird gesackt. Wir nehmen eine Auszeit, denn die 49ers müssen jetzt punten von der eigenen 49-Yard-Linie aus. Da haben sie übel verloren. Und wir haben ja vielleicht nochmal die Chance, aufs Feld zu kommen. Der Kick geht in die Endzone. Heißt 1. und 10 an der 20-Yard-Linie für die Cowboys. So, wir probieren es direkt nochmal wieder mit einem langen Ball. Vielleicht kommen wir wirklich nochmal in Field Goal Range. Wir schauen, was die Safeties machen. Ob wir auf die Wideouts gehen oder auf den Slot Receiver oder sogar auf den Tight End. Wir gehen auf den Tight End, denn der ist in der Mitte. Mutter sehen allein, Jarwin. Und wir haben ein neues First Down an der 49-Yard-Linie. Wir bringen den gleichen Spaß nochmal. Wieder werden die Wideouts hinten gedeckt. Also können wir wieder nur über Jarwin oder über Keyshawn Johnson gehen. Wir haben nur einen Safety da hinten stehen. Und das ist ein Sack. Ich muss meine Auszeit nehmen. Gute Defense-Arbeit der 49ers. 2. und 13. Nehmen wir den Jay Sale. Hier schicken wir die beiden Wideouts direkt nach vorne. Terrell Owens und Amari Cooper und die werden beide an der Line of Scrimmage gedeckt. Wir haben. Schauen wir mal, was die beiden Safeties machen. Beide Safeties gehen mit zurück.
vollständiger Pass. So, wir haben noch 15 Sekunden auf der Uhr. Das wären 53 Yard Field Goal. Und das probieren wir. Kick ist unterwegs. Und er ist drin. Riesen Field Goal Try. 10:0 für die Cowboys. 11 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Das hat besser geklappt, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Der Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone. Der 49ers kneel down. So, 11 Sekunden bleibt jetzt noch. Also Mullins und die Offense der 49ers kommen wieder aufs Feld. Erster Versuch und 10. Laufspielversuch. Und jetzt lassen die Niners die Uhr runterlaufen. Da passiert also nichts mehr in der ersten Halbzeit. 10:0 geht es in die Pause, also wir führen. Und wir gehen rüber in die zweite Halbzeit. Erster Versuch und 10. Ball geht bis in die Endzone, aufgenommen von Sanders. Der retourniert über die linke Seite, wollte er gehen. Kommt aber nur bis an die 23-Yard-Linie. Erster und 10 Dallas. So, ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen zu laufen. Da hatten wir ja ziemliche Schwierigkeiten in der ersten Hälfte nach einem guten Running Start. Und danach irgendwie nichts mehr. Wir laufen mit Elliott über die Mitte. Ich komme nicht in einen Spin-Move hinein. Das ist unfassbar. 2007. So, wir laufen weiter in Side Zone. Ich will jetzt natürlich hier auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Wir laufen mit Elliott über die Mitte. Ist an die 29-Yard-Linie. Also Elliott muss sich hier seine Yards echt erkämpfen. Wir haben einen dritten und 4. So, dann nehmen wir den Wide Receiver Drive. Schicken Terrell Owens in Motion von der rechten Seite. Den werde ich mich auch hauptsächlich konzentrieren. Owens ist unterwegs, ist alleine, ist frei. Das ist ein First Down für Dallas. Ball ist an der 42-Yard-Linie. Erster und 10. So, die Uhr läuft weiter und das ist das Wichtige. Wenn die 49ers den Ball nicht haben, können sie auch keine Punkte erzielen. Ganz einfache Logik. Blitz von der rechten Seite. Wir laufen mit Elliott über die linke Seite. Aber auch da ist keine Lücke. Das ist unfassbar. Also das Laufspiel, das haben die dermaßen hier unterbunden. Probieren es jetzt mal mit einem Toss. Also laufen parallel zur Line of Scrimmage. Ich versuche mal, ob ich hier die Geschwindigkeitskarte ziehen kann. Elliott über die rechte Seite. Ja, das ist ein First Down und mehr. Oh, zwei gute Spin-Moves. Jetzt auf einmal hat es gesessen. Und dann ist Elliott durch und wir sind in der Endzone zum Touchdown für die Dallas Cowboys. So, der PET ist auch gut. Jetzt haben wir ein 17:0. Das ist eine Three-Score-Führung. Das heißt, die 49ers müssen jetzt dreimal scoren, wenn sie das Spiel mindestens ausgleichen wollen. Das wird hart. Der Kick geht bis in die Endzone. Kneel down heißt erster und 10 an der 25-Yard-Linie für San Francisco. So, mit Blitz. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Na was? Das war nah an der Interception dran. Zweiter und 7. Es läuft schon die letzte Spielminute hier im dritten Quarter. Laufversuch über die Außen. Keine Chance. Also das, was sollen die armen 49ers jetzt sagen, wenn ich mich über mein Laufspiel beklage? Ich habe eben die Lücke gefunden, die 49ers suchen sie noch. Dritter und 10 von der eigenen 25. Vollständiger Pass. Und das ist ein First Down. Ich dachte gerade, das wäre ein Fumble und der Ball die ganze Zeit da lose rumgelegen, aber dem war nicht so. Erster und 10 an der 41-Yard-Linie.
Wir nähern uns schon dem Ende des dritten Quarters. Das dürfte der letzte Spielzug sein. So ist es. Wieder der Laufversuch. Keine Chance. Das dritte Quarter ist vorbei. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Zweiter Versuch und 11 von der 40-Yard-Linie. Wieder ein knallharter Hit. Earl Thomas, der wämst da hinten gerade alles weg. Dritter und 6 an der 45-Yard-Linie. Wobei ich jetzt halt auch denke, dass die 49ers auch eventuelle vierte Versuche ausspielen werden. Einfach weil ihnen auch die Zeit da verläuft. Dritter und 6. Und Mullins hat ein neues First Down. Spielt sehr souverän da hinten. Sorgt dafür, dass die 49ers Garoppolo, glaube ich mal, gar nicht vermissen werden hier. In dem Spiel zumindest nicht. Erster und 10 an der 44-Yard-Linie. Oh, was für ein Block. Großartig gespielt. Das dürfte der Kittle Josh sein. Ja, so ist es. Erster und 10 an der 23-Yard-Linie. So, ich bekomme keine Blitz-Defense. Da gehen wir in eine Zone-Coverage, haben eine Cover 3. Zeigen aber eine Cover 2. Wollen wir mal schauen, ob wir Mullins vielleicht ein bisschen verwirren können. Mullins, nein, den verwirrt gar nichts. Vollständiger Pass. Ball an der 13-Yard-Linie. Wir sind beim 2-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten hier im Spiel. Aber was für ein Wahnsinns-Drive die 49ers hier hinlegen. Da fragt man sich, mein Gott, warum erst im vierten Quarter? So, 2. und 1. Das ist die nächste Completion. Das ist der Touchdown für San Francisco. Wahnsinnig stark gespielt. All das haben sie wirklich gut gemacht. Nein, das verkürzen auf 6 zu 17 vor dem PET. Der ist auch gut und damit steht es 17 zu 7. 1 Minute 57 sind noch zu spielen. Oh, das ist ein Onside-Kick und ich habe meine Longs nicht darauf eingestellt. Aber diesmal sichere Hände. Sowas mag ich ja überhaupt nicht, so überrascht zu werden. Erster und 10. An der 47-Yard-Linie der Niners kommen die Offense. Spieler der Cowboys schon wieder aufs Feld. Wir laufen mit Elliott über die linke Seite. 3 Auszeiten hat San Francisco noch und die wollen wir ihnen natürlich ziehen. Also beim Laufen inbounds bleiben und schon ist das erste Timeout fällig. Ball ist an der 39-Yard-Linie. Das Problem ist ja, dass San Francisco, wir haben es eben angesprochen, wir haben ein 3-Score-Game, also sie müssen jetzt noch zweimal scoren und dürfen natürlich keine eigenen Punkte kassieren. Ein Touchdown wäre fatal. Eddie George über die linke Seite. Oh, das war nicht gut gespielt. Da waren 2 Vorblocker und Eddie George läuft in den Verteidiger hinein. Dritter und 2, zweite Auszeit genommen von San Francisco. So, dritter und 2 von der 39. Oh, wir nehmen den Toss. Damit haben wir eben den Touchdown erzielt. Also den Speed von Elliott wollen wir nutzen. Über die linke Seite geht's. Elliott ist unterwegs und das ist ein First Down. Mit dem Toss haben die Niners Probleme. First Down in der Red Zone. Kyle Shanahan nimmt die letzte Auszeit. Ab jetzt können die 49ers die Uhr nicht mehr anhalten. Können sie also nicht mehr eigenständig per Timeout stoppen. Erster und 10. 1 Minute 40 noch zu spielen und wir laufen jetzt durch die Mitte. Zeke Elliott. Wichtig ist eigentlich nur kein Turnover kassieren. Und hier in aller Ruhe Zeit von der Uhr nehmen. 2. und 7. Wir laufen weiter. 26 Duo. So, geht über Eddie George über die rechte Seite. Nee, kommt von rechts ein Blitz. Gehen über die linke Seite. Ach du heilige Mutter. Ball ist an der 18-Yard-Linie. Wir haben einen dritten Versuch und 10. Ich setze weiter auf den Lauf. Es geht wieder über Zeke Elliott außen über die linke Seite lang gehen.
Da hat er eine Lücke und kommt bis an die 10-Yard-Linie heran. Jetzt haben wir einen vierten Versuch und zwei. Ehrlich gesagt, den werden wir ausspielen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir nicht viel verloren. Wir haben immer noch 10 Punkte Vorsprung. So, Terrell Owens auf einer Slant Route. Jarvin ist meine Sicherung. Wir gehen auf Terrell Owens. Der hat den Ball nicht. Er kann ihn nicht festhalten. Das sieht man selten. So, Turnover on Downs. Hoffentlich habe ich mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster gelegt. Erster und 10. An der 10-Yard-Linie. Wir haben nur noch 39 Sekunden zu spielen. Also im Prinzip war es kein... Es war ein kalkuliertes Risiko. Das kann eigentlich nicht in einer Overtime oder einer Niederlage für uns... Vollständiger Pass der Niners. Der Receiver geht ins Aus. Das war ein 2. Und war ein 4-Yards-Raumgewinn. Das ergibt einen 2. und 6. So, wir gehen in eine Cover-3-Sky-Defense hinein bei diesem 2. und 6. Ball ist an der 14-Yard-Linie. Mullins läuft selbst. Findet einen Receiver und der geht nicht ins Aus, sondern nach innen. Das war natürlich fatal. Sie haben ja keine Auszeit mehr. Stellen sich auf, um den Ball zu spiken. Da wird also nichts passieren. Das heißt, nicht 1. und 10, sondern 2. und 10. Aber die Uhr bleibt stehen. 17 Sekunden noch zu spielen. Jetzt ist Hail Mary Time. Bei den 49ers angesagt. Ball ist in der Luft. Der ist getippt. Incomplete Pass. Das war der erste unvollständige Pass von Mullins im ganzen Spiel. Der Hail Mary 13 Sekunden vor dem Ende. Wahnsinnsplay. Aber sie liegen trotzdem hinten. 3. und 10. Und das ist ein Sack. Jalen Smith hat da lang gewartet. So, die letzten Sekunden tickern runter. Das war's. Wir schlagen die 49ers in diesem Solo-Battle mit 17 zu 7. Ganz, ganz wichtiger Erfolg für die Cowboys. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.